Weltraum scheißen. Könnten wir eigentlich echt nochmal machen. Ja. Ja. Let's do this. So, weil wir wollen ja keinen Leerlauf haben, ne? Das wäre irgendwie ein bisschen kacke. So, weiter geht's. Rover nach gefallenem Astronauten benannt. Vertreter von ESA haben angekündigt, dass der angebundene Mini-Rover, der deinen Marslander begleiten soll, den Namen Bernd Alfonsi tragen wird. Alfonsi, jawohl, der kleine Mini-Alfonsi. Die Auswahl erfolgte im Anschluss an einen hochkarätigen weltweiten Wettbewerb, bei dem die Schülerinnen und Schüler aufgefordert wurden, einen Aufsatz über einen Helden ihrer Wahl einzureichen. Der siegreiche Beitrag kam von einem 15-Jährigen in Texas, der die ESA-Astronauten Bernd Alfonsi ehren möchte. Wollte. Der Alfonsi. Okay. Himmelskörper kannst du hier nicht benennen, nein. Zumindest soweit ich weiß. So, was geht ab? Was geht ab? Unbemannt. Alles klar. 65 Nutzlast am Arsch. Das können wir so nicht lassen. Und das Startdatum wäre dann wohl... Ah, März 81. Okay. So, was ist das andere? Ist die Wirkungsanalyse. Automatisch auflösen. Ja, bitte. Bist du sicher? Ja, will ich. So, wir kommen zum Mars. Das können wir eigentlich echt machen, sonst hängen wir zu viel in diesen Minigames da, wo es möglich ist. So. Alles klar. Got it. Ist damit beendet, oder? Jawohl. Cool, cool. Die Saria braucht noch ein bisschen. Vielleicht können wir nochmal am Mars noch was reisen. Die Polaranalyse. Drei Phasen, ey. Ja, es dauert halt alles noch ohne Ende. 3%. Ja, dann nehmen wir das noch mit. 2%. Zack. Zack, zack. Ja, genau. Nicht lustig. Gemini ist bald wieder fertiggestellt. Das ist schön. Saria Forschung komplett. Das bedeutet, dass wir jetzt... warte mal, Saria, was war denn das? Ja, modulare Raumstation. Okay. Saturn Orbiter, die große Tour. Schade, das können wir nicht machen, ne? Nukular betriebene Langstreckensonde. Diese ermöglicht Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto zu besuchen. Alle auf einmal. Aber. Nope. Modulare Raumstation 2. Ich mache hier direkt weiter. Wir brauchen das für den Mars. Ist ja auch irgendwo sinnig, ne? Weil dann können wir nämlich jetzt hier die Meilensteine, die modulare Raumstation 1, dann auch rausplanen, weil bis jetzt haben es nur die Russen geschafft. Und die Gemini ist fertig. Okay. Die Nutzlast ist richtig beschissen gerade. Aber na gut. Can do. 3,8, jawohl. Agena 5. For the win. Passt genau. Okay, die ist zu schwach. Titan 2, Atlas. Atlas, hallo Atlas. Ja. Lässt sich natürlich wieder nicht upgraden. Startzuverlässigkeit ist hier 99%. Mit 89 kann ich aber auch arbeiten. Da haben wir nämlich nur 5 Monate Laufzeit. Alles klar, zack. Und weiter geht's. Mariner 8. Sowjetunion Gastastronaut-Vorschlag. Sowjetunion haben vorgeschlagen, einen ihrer Astronauten zu deiner Raumstation Skylab zu schicken, wo er mehrere Monate bleiben würde, bevor er zurückkehrt. Sowjetunion wäre für die Finanzierung und den Betrieb der Mission zuständig und hat erklärt, dass sie die Verbindung zwischen unseren beiden großen Agenturen stärken würde. Deine Stationsbesatzung glaubt, dass sie einen weiteren Astronauten unterbringen kann und sagte, sie würde die zusätzlichen Vorräte, die die Mission mit sich bringt, begrüßen. Deine Berater weisen jedoch darauf hin, dass Sowjetunion durch den Zugriff auf die Station sicherlich Wissenschaft gewinnen würde. Vorschlag annehmen. Jo,
25 Reputation bei der Sowjets verdient. Okay, das ist jetzt die Mariner 8. Also wieder Mars Party hier. Alter, was ist denn hier los? 4000, 3800. Naja, guck mal, aber die Nutzlast ist viel härter. Wir nehmen die Delta K. K. Und die Atlas bestätigen. Das ist so teuer alles. Ich brech ab. Also wir hauen schon ganz schön mit dem Geld um uns gerade. Sollen wir vielleicht auch mal ein bisschen im Auge behalten. Nächstes Event. China hat kommerzielle Satellit beendet. Weltraumscheißen geht wieder ab. So, wir brauchen auf jeden Fall Astronauten. Ergo müssen wir noch welche einstellen. Einstellen. Tucci, Cooper, Lombardi, Alvarez, Pierre, Munoz, Noel. Ha. So, so. Jan der Pimmel. Umbenennen. So, den stellen wir jetzt erstmal ein. Und dann kann der da mitfliegen. What the fuck? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das geht, um ehrlich zu sein. Sorry. 55%. Ja, wir müssen auf die Nutzlast trainieren. Startdatum. März. Ja. Okay. Bestätigen. Alles klar. Nächstes Event. Polaranalyse. Yeah, Startvorbereitung. Alles klar, können wir auch hier rangehen. Wie sieht's aus? 45%. Also definitiv Nutzlast. Und wir starten im Mai, damit wir den möglichst großen Wirkungsgrad an der Stelle haben. Alles klar, nächstes Event. Überprüfung. Ah, Rückkehr der Skylab-Besatzung. ESA-Astronauten sind sicher auf der Erde gelandet, nachdem sie 12 Monate an Bord der Raumstation verbracht haben. Nachdem sie 12 Monate an Bord der Raumstation verbracht haben, Skylab. In einem Fernsehinterview sprach das Besatzungsmitglied Ilaria Santos, das klingt nicht wirklich russisch, Santos, davon die Station mit einem Astronauten einer anderen Agentur zu teilen. Es wurde ein bisschen eng da oben, aber für das zusätzliche Gespräch war willkommen. Und wir haben Unterstützung verdient. Yeah. Und hier ist die Haushalts- und Überprüfung und wir sind auf Level 12. Yes, wir kriegen mehr Geld. Endlich. Ilaria Santos ist in den Ruhestand gegangen. Sie ist in den Ruhestand getreten und wird nicht länger für Missionen zur Verfügung stehen. Ich? Muss ich mir die wahrscheinlich echt... Ja, ich fasse es nicht. Ha. So, dann nehmen wir hier gleich noch Void, wenn ich das gewusst hätte. So. Okay. Alles klar. Zack. Und nächstes Event. In 2 Monaten Weltraum scheißen. 9% Marsbereitschaft. Wir müssen mal kontrollieren, wie es bei den anderen aussieht. Die sind mit Sicherheit besser unterwegs, ne? Weltraum schweißen. 63%, das ist schon ein bisschen kacke, ne? Just saying. Oh, plus 2 wenigstens hier. Sauber. Also für die Crewmitglieder könnt ihr auf jeden Fall auch noch einen raushauen. Namenstechnisch. Das hat mich jetzt wahrscheinlich übertönt. Oh, ja gut. Ist okay. Dafür wird die Nutzlast jetzt rumpimmeln. AF. Kann man es nicht automatisch erledigen? Leider nicht. Na gut. Also was? 7 und 8. Lust drift my butt. Hang. Good. Trotzdem müssen wir Strom verschwenden. Ich sehe schon. So, Kommandos bestätigen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich habe nämlich hier ein leichtes Stromproblem. Ah ja, guck mal. Das wird der nächste Astronaut. Und danke dir, Olli. Du bist jetzt auch ein Astronaut.
Wenn ich wieder einen einstellen muss. So, zwei zurück. Dann machen wir nochmal hier. Dann haben wir nämlich das. 7 und 10. Okay, 16. Peng. 11. Ah, okay. Ja, let's do this. Und natürlich kackt es ab. Den müssen wir jetzt öfter mal Strom produzieren, ja. Alright. Dann. Ja, eigentlich sind wir schon im grünen Bereich. Jetzt können wir nur noch gucken, dass wir versuchen. Ja, 15. Und jetzt brauchen wir hier noch 7. 7 davon. Also einen können wir raushauen, aber ich will keinen Strom verschwenden. Fuck it. Eigentlich will ich keinen Strom mehr verschwenden, aber das wird nicht passieren. Not gonna happen. So. Komm, nicht abkacken. Letzte Runde. So, wir brauchen jetzt original noch 3. Mehr nicht. AKA. ...15 und dann hier noch plus 1. Ah, dann trifft er den mir aber zu sehr ab. Einfach so. Hang. Jawohl. Und Strom nicht zu vergessen. Okay, geht ab. Na gut, dann müssen wir mal gucken, ob es so einen gibt, wenn ich... Ah, wenn ich einen einstelle. Wenn ich denn demnächst einen wieder brauche, mache ich das auf jeden Fall. Oh, noch eine Runde. Ich freue mich. Jetzt driften wir schon wieder durch den Space... 7 und 5, okay. Wie machen wir es am geilsten? Pang. Und dann... Das produziert Drift. Das ist scheiße. Das produziert in beiden Fällen Drift. Uncool. So kann ich es ja hier nur mit Strom machen. Na gut. Alright, und dann machen wir den. Da brauchen wir nur 10. Das geht ja wohl eigentlich voll klar. Ja, das passt. Racing, hello. War doch klar. Okay. Solange ich die Finger vom Drift lasse, ist ja eigentlich alles cool, ne? So, jetzt 14. Okay. Also eigentlich Peng. Ah, Dead Risk, egal. Kommandos bestätigen. So, dann haben wir die 35% Missionsbelohnung. Und danach müssen wir noch den Wiedereintritt machen, sehr sicher. Ja, fortfahren. Und zurück zum Wiedereintritt. Zu viel Hitze. Erstmal die Hitze runter. Boo earnen. Hang! Und dann Wissenschaftsdaten sammeln. Und 16. Okay. Kommando. Zack. Nicht verbrennen, ja? Piece of shit. Da wäre ich dir sehr verbunden. 5! Fuck. Alright. Wir dürfen maximal 3 haben, ne? Boom. Das ist die einzige Möglichkeit, Hitze zu reduzieren. Ist das euer verfluchter Ernst, ja? Are you kidding me or what? Oh, okay, also wir müssen das jede Runde ausführen. Definitiv. Okay. Alles klar. Natürlich. Oh, 4. Also wir müssen weiter runter. Deutlich weiter. Yes, so ist es gut. So, dann haben wir hier schon mal 10 und hier fehlt uns nur noch 1. Also können wir jetzt natürlich ganz geschmeidig das hier rausdrücken. Dann haben wir die Bonusbelohnung drin und produzieren nochmal einen Strom. Zack. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nicht verbrennen. Hoffentlich.